Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Banishers. Und wir beschwören jetzt mal Marcys Geist, um zu gucken, was mit ihr passiert ist. Zeigt euch und sprecht mit mir. Vater unser, der du bist im Himmel, ich danke dir für deinen Segen. Wie sie da oben angeschwebt kommt. Hallo. Guten Tag, Miss Bachelor. Mein Kind, nennt mich Marcy, denn ich bin der Engel Marcy, gesandt euch zu leiten und zu beschützen. Seid auch ihr ein Engel? Ich sehe euren Mann an eurer Seite. Wurdet ihr gesandt, ihn zu beschützen, sein Licht in der Finsternis zu sein? Er sollte sich glücklich schätzen. Ich bin Antea Duarte, aber ich bin kein Engel. Das ist Red McGrath. Wir sind Verbanner. Und was habt ihr Verbanner getan? Wie tief seid ihr gefallen? Erdrückt euch eure Schuld bereits, die sicher in euren schwarzen Herzen brennt? Wow. Nun, darüber sollten wir ein andermal reden, in Ordnung? Gott spricht durch mich. In meinen Visionen sehe ich sein Licht. Um was bittet ihr ihn? Um was bittet ihr den Herrn? Fragt, und ich werde antworten. Erzählt mir mehr über diese Visionen. Was könnt ihr in ihnen sehen? Er bat mich, seinem Pfad zu folgen, für jene zu leiden, die ich liebe, wie es sein Sohn vor mir tat. Ich stimmte natürlich zu. Erscheint euch Gott? Nicht direkt. Ich sehe einen Mann Gottes, der von den Seinen verraten wurde. So wie unser Herr durch den Kuss des Judas. Meine Visionen sind Warnungen. New Eden versinkt. Wo sind wir hier? Das ist ein Segen, nicht wahr? Unser Herr hat euch hergeführt, so wie er auch mich herführte. Und woher wissen wir, dass es Gott war? Spürt ihr es nicht? Seine Wärme, seine Güte, sein Licht, er ist es. Wer, wenn nicht Gott, sollte es sein? Gott hat mich an diesen gelobten Ort gerufen, so dass er ihn durch mich erlösen kann. Das, mein Kind, heißt es, ein Engel zu sein. Naja, also eigentlich hat uns ja ihr Bruder hierher geschickt. Ich sehe, ihr tragt das Mal des Herrn auf euch. Eure Wundmale. Woher habt ihr sie? Er gab sie mir. Er kam zu mir, legte meine Hände in seine, badete mich in seinem göttlichen Licht und gab mir seinen Segen. Was ist mit euch geschehen, Marcy? Was mir geschah? Ich öffnete mein Herz und ließ das Licht hinein. Und kaum zu glauben, es war schon immer da. Ihr habt gefastet. Habt das Essen, das euer Bruder euch brachte, abgelehnt. Seid ihr deswegen gestorben? Gott gab mir eine Aufgabe. Ich sollte mein Leib opfern, wie sein Sohn es einst tat, so dass mein Volk Vergebung erfahren würde. Ich muss das Licht Gottes in die Herzen der Ungläubigen tragen, auf dass sie dadurch gerettet werden. Ihr klingt wie euer Bruder. Ich vermute, er hat euch dazu ermuntert, mit dem Fasten nicht aufzuhören. Wo war er, als ihr euch geschnitten habt, Marcy? Hugh, Gott segne ihn, war an meiner Seite, als Gott mir durch ihn gezeigt hat, wie ich mit Christus, mit Leib und Seele sprechen kann. Hugh gab mir den Mut, mein Schicksal zu erfüllen. Jetzt bin ich hier, um ihm zu helfen, die Gemeinde zu stellen, den Glauben zu verteidigen. Mein Leid erleuchtet den Pfad zur Erlösung. Wir werden mit Hugh darüber reden müssen, habe ich recht? Wir müssen euch jetzt verlassen.
Gott ist mit euch, mein Kind, ob ihr es wisst oder nicht. Warte, ich spüre etwas. Jemanden. Mein Bruder. Ich bin hier. Hugh. Hä? Wo? Ja, ich würde sagen, wir bringen den um, weil der hat seine Schwester hier einfach allein in der Höhle zurückgelassen und sich selbst überlassen. Und ihr diesen Schwachsinn auch noch eingeredet. Außerdem, wir müssen ihn halt töten, ne? Ich will nicht zu viele Leute am Leben lassen. Außerdem ist der mir von Haus aus unsympathisch. Der Mann. Mr. McGrath, könnt ihr sie jetzt sehen? Ja? Ist sie nicht herrlich? Ist sie nicht ein Geschenk unseres allmächtigen Gottes höchstpersönlich? Was tut ihr da? Ich werde weder mein Kommen noch mein Gehen euch gegenüber rechtfertigen. Das müsst ihr vielleicht doch, Herr Lehrer. Ich weiß, dass ihr mir gefolgt seid. Leugnet es gar nicht erst. Sagt einfach wieso. Ich wollte mich zur Höhle begeben, aber die Diener des Teufels versperrten den Eingang. Ich hatte gehofft, der Verbanner würde sie vertreiben. Aber zugegeben, ich habe befürchtet, ihr macht alles nur noch schlimmer. Eure eigene Schwester ist verhungert. Wie konntet ihr das nur zulassen? Wollt ihr etwa, dass ich mich gegen den Willen meines Gottes stelle? Nein, niemals. Ich weiß, dass es ihn geschmerzt hat, mich leiden zu sehen. Aber das Leid war mein Pfad zur Heiligkeit. Naja. Oh, sie hatte Visionen. Sie hörte Stimmen. Wusstet ihr das? Natürlich, sie haben ihr Angst eingejagt. Gott legte mir eine Prüfung auf. Aber er sandte mir auch einen Führer, meinen Bruder, werter Herr. Habt ihr darüber nicht mit Pastor Davenport gesprochen? Oder mit Haskell vielleicht? Wieso sollte ich das tun, wenn die Bibel unmissverständlich ist? In Visionen zeigt sich Gott den wenigen Auserwählten. Meine Schwester ist eine davon. Okay, der stirbt. Ich wusste schon immer, dass Marcy etwas Besonderes ist. Und Gott selbst hat es mir bewiesen. Ihr habt Marcys Vertrauen schamlos ausgenutzt. Ihr habt sie elendig verhungern lassen. Nein, nicht ihm vertraute ich, sondern Gott. Der Herr sprach zu mir. Er versah mich mit seinen Malen. Ich ward auserwählt. Zweifelt nicht länger und blickt in das Antlitz eines Engels und auf die Herrlichkeit von Gottes Werk. Sehet eure Errettung. Bringen wir es zu Ende. Tschüss. Den tut's mir jetzt irgendwie nicht leid. New Bachelor. Ihr werdet heimgesucht vom Geist eurer Schwester Marcy. Aber ihr seid ein gefährlicher Fanatiker. Einen ketzerischen Menschen meide, wenn er einmal und abermals ermahnt ist. Ihr wurdet ermahnt und ich meide euch ab jetzt. Ihr habt eure eigene Schwester in den Tod getrieben. Gestattet mir, euch das Gleiche anzutun. Ich halte fest am Namen Gottes und an meinem Glauben. Auch dann, wenn Marcy, seine treue Märtyrerin, in der Hölle erschlagen wurde. Ich halte fest! Ich halte fest! Dann halt mal fest. Du hast Deborah auch nicht gerettet. Vermutlich wurde seine Schwester heimgesucht. Und er hat sie hier in die Höhle gebracht und allein gelassen. Sein Arsch. Doch wo sind die Pforten? Ich höre keine Trompeten. Ich höre keine Trompeten. Tja. Ich
Was war das denn? Ich vertraue euch. Da Yu tot ist, kann sich Marcy jetzt nicht mehr an seiner Essenz laben. Also warum ist sie noch hier? Womöglich ist ihre Verbindung zu ihm stärker, als wir dachten. Zeit, dass wir unseren Engel hier zurück in den Himmel schicken. Oh, die ist jetzt pisst, ne? Ja, das war klar. Aua. Aua. Shit. Ich hab gedacht, ich schaff's noch. Okay. Ich hab's nicht geschafft. Na komm. Aua! Okay, das war nicht gut. Au! Was zur Hölle? Oh, die ist sauer. Marcy ist richtig, richtig... sauer. Au! Alter. Marcy hat richtig Schlagkraft. Was ist denn mit ihr? Nicht gut. Okay. Das machen wir nochmal. 100 Jahre später. Ja cool, der hat halt noch nicht gezählt, der Schuss. Verstärkung! Das ist nicht gut. Nicht gut. Stirb, du Drecksau. Da oben ist weg. Aua. Sag mal. Die hittet mich ja hier. Liegt ja hier im One-Shot. Hallo. Kannst du mal einen Drink nehmen? Sag mal. Aua! Alter, die ist ja hier gefährlicher als sonst was. Alter, kannst du mal wow. Mich heute an dem. Oh Gott, ist auch noch so einer. Ich krieg die Krise. Zielsuch.
Wo ist Marcy? Ich komme mir vor. Ja, ich komme mir auch vor wie. Ach nicht, ey. Gar nicht gut. Alter, ich habe keine Heilung mehr. Alter, jetzt mache ich wieder kaum Schaden hier und dem ganzen Scheiß. Halt doch die nein, Schnauze. Nein. Uff. Ein neuer Versuch. Ach komm, Marcy. Komm noch mehr. Ärger im Anflug. Naja, hab ich mitbekommen. Hi, Marcy. Oh Gott. Au. Diggi hier wieder. Autsch. Shit. Hat er gerade eine Leiche ihre Flinte gespannt? Ja, hat sie. Oh Gott. Diggi, dick, ey. Du bist in Schussreichweite, Ray. Ja, ist mir schon klar. Autsch. Hat da gerade eine Leiche ihre Flinte gespannt? Immer dieselben Sprüche, ey. Weich aus, wenn du kannst. Ja, ja. Da kommen noch mehr. Oh, nicht das schon wieder neuer. Wo ist sie? Du bist im Visier. Ja, ja, ich weiß. Autsch, das war daneben. Aua, Mensch. Manchmal. Bastard. Thank you.
Gott, das bremst die aber auch überhaupt nicht aus, ne? Junge Marcy, jetzt aber weg mit dir. Selbst in der Leere glaubte Marcy noch immer ein Engel zu sein. Oder ein gefallener Engel. Gott. Arme Marcy. Ja. Das hat sie nicht verdient. Nein. Weder ihr leidvolles Leben, noch wie es zu Ende ging. Ja. Sie hätte einen besseren Bruder verdient. So viel steht fest. Definitiv. Jetzt ist sie frei. Ihr Herz war so rein. Verbannt man die Dunkelheit, trifft das zwar auf alle Herzen zu, aber das ihre leuchtete so hell, wie das eines Kindes. Tja. Hä? Hilfe? Ich hab festgehalten. Alles in Ordnung. Ja. Nur alte Erinnerungen. Deine Schwestern? Eva, hauptsächlich. Hätte ich einen großen Bruder gehabt, hätte ich mir gewünscht, er wäre wie du gewesen. Ich war schon sehr lange nicht mehr an ihrem Grab. Wir könnten sie ja gemeinsam besuchen, wenn du das möchtest. Ich würde mich geehrt fühlen, wenn ich dich begleiten dürfte. Mach mal. Bin ich hier richtig? Ja, doch. Oder? Ja. Okay, wartet mal. Gelöst. Hier fehlen jetzt noch zwei. Hier fehlen noch zwei. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir dann als nächstes. Nee, Moment. Halt. Hä, bin ich doof? Hinten ist doch der Aus. Oh Gott. Bin falsch gelaufen. Oh mein Gott. Ich sag ja meinen Orientierungssinn. In so Höhlen sieht für mich einfach alles gleich aus. Hier vorne ist doch der Ausgang. Oh Gott. Moment. Hey, wartet mal. Ja doch, hier waren am Anfang die Pflanzen. Das heißt, wir waren am Ausgang. Oh mein Gott. Bin wieder zurückgelatscht. Das ist, weil für mich hier immer alles gleich aussieht. Wo geht's hier raus? Ich will hier raus. Hä? Hä? Ich bin super verwirrt. Ich finde den Ausgang nicht, Leute. Hier sind wir runtergekommen. Ja, hier sind wir rein. Ja, hier ist der Ausgang. Oh, Gott sei Dank. Boah. Warte mal, ich will noch mal ganz kurz gucken, was hier ist. Ach nee. Ich hab's mir überlegt. Da latschen mir schon jetzt schon zu viele Geister rum. Okay, dann zurück zum Strand. Und dann gucken wir mal, wo es als nächstes hingeht. Vielleicht zurück ins Jägerlager. Da hinten ist auch noch irgendwas, aber ich habe halt immer noch die Dings nicht gefunden.
Ach, die Leichen. Lebt wohl und gute Reise. Ach, das sind die Leichen, die ich da nicht gesehen habe beim letzten Mal. Okay, verstehe. Aber ich sehe halt immer noch den Geisterschutz nicht. Hm. Egal. Okay. Orientierungspunkt. Ich weiß nicht, was das ist. Okay, wir sind hier. Wir waren hier. Wir haben das. Hier ist halt noch eine Essenz, also eine Spukermittlung. Da müssten wir jetzt hier hin und dorthin. Da haben wir noch den Gottesacker. Was haben wir hier noch? Wartet, wir gehen mal ganz kurz zurück. Nach Dings, die Ecken. So. Hat keiner mitbekommen, dass wir Herrn Bachelor umgebracht haben. Das ist gut. Hat ja auch keiner mitbekommen, dass wir die Dings umgebracht haben. So, wartet, was ist jetzt hier und wo? Oben bei der Kirche. Hey, war die beim letzten Mal nicht fertig gebaut? Ach du. Mr. McRae. Mr. Cottle, Ihnen auch einen guten Tag. Wie läuft es? Es läuft gut, Sir. Es läuft gut. Wir haben Brot und Bier. Dank Lucy Barrow und eurer Wenigkeit. Eine Frage an euch, Sir. Mir scheint, dass unsere Brüder und Schwestern im Newsmith-Lager Brot bräuchten. Und auch Bier. Was denkt ihr? Das kann ich mir gut vorstellen. Das dachte ich mir, ja. Aber Gefahren versperren den Weg. Niemand reist, wenn die Gefahr eines Angriffs von Dämonen oder so droht. Würdet ihr? Na klar. Ich versuche daran zu denken. Okay, er handelt jetzt hier. Dürfen wir handeln? Das dürfen wir, tatsächlich. Okay. Moment. Sumpfeisen. Oh, er hat Magnetit. Für irgendwas brauchten wir Magnetit. Okay. Nein. Dürfen wir handeln? Ich sollte gehen. Möge Gott mit euch sein. Danke. Okay. Okay, die Straße sichern, okay. Müssen wir gleich mal gucken, wo das ist. Jetzt mal ganz kurz gucken, ob ich hier noch irgendwas aufleveln kann. Wir haben 2 von Antea und 1 von Red. Wenn Einfang bei voller Bannanzeige verursacht, Einfang 1000, sind mehr Schaden. Aber es werden... Naja gut, das bringt uns nichts. Je niedriger die Geister, desto weniger Schaden erleidet Red. Mach mal. Jede Mani von erhöht den Schaden. Okay. Das ist auch nicht schlecht. Du erleidest 5% weniger Schaden für jede Manifestation, die gerade abklingt. Das ist auch nicht verkehrt. Machen wir das. Naja, das ist doof.
Angriff, die für eine erfolgreiche Verursachung im Wirkungsbereich physischen Schaden. Okay, oder? Das machen wir nochmal zurück. Schwachpunkttreffer mit dem Gewehr. Nee. Ich bin halt im Parieren so super schlecht. Du hältst 30%. Nee. Du erleidest, wenn ein Gegner... Ist okay. Perfekter Wechsel. Die Abklingzeit werden um 30% erhöht. Boah, nee. Also Antea-Ihre sind schon nice. Machen wir mal das jetzt. Aber das für Red ist irgendwie alles. So, jetzt habe ich Magnetit gekauft. Können wir jetzt hier machen? Sud? Genau. Dafür brauchten wir Magnetit. Sehr gut. Was ist das hier eigentlich alles noch, was ich hier habe? Verbannertee. Okay. Okay. Red Nightmare versammelt, wenn alle Manifestationen gerade abklingen. Okay. Ja, aber dann habe ich keinen Sud, ne? So, wartet, was war noch? Was brauchten wir hier? Ach ja, da brauchten wir den Schemenhorst-Schlick. Habe ich auch noch nicht rausgekriegt, wo wir den herkriegen. Nein. Was brauchen wir hier? Gehen wir nach Schwefelporling. Und was war hier? Oh, da brauchen wir Dolden Winterlieb. Das haben wir ja. Kann ich mal gucken. Meine Ausdauer geht halt ganz schön runter. Nee. Ich lass mal so, wie es ist. Okay. Ich wollte schnell reisen, ne? Nee. Ich wollte jetzt beenden und dann gucken, was wir hier für den Bäcker tun können. Ob wir da zufällig auf dem Weg vorbei irgendwo was machen können. So. Das Ding ist, als ob wir, wenn wir die Straßen jetzt säubern, das dann weg wäre. Naja, wir gucken uns das Ganze mal an. Aber in der nächsten Folge. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch auf jeden Fall wie immer fürs Zugucken. Wünsche euch einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.